Erstmal einen Schluck trinken. Jo, passt. Ja, willkommen zurück in meinem kleinen Bastelzimmer. Heute wieder was mit Hot Wheels. ergibt sich leider so. Diesmal mehr, mal ein bisschen weniger. Und ja, Sven Wiese hat mir ja, wie wir schon in einem Video gesehen haben, wunderschöne Sachen zukommen lassen. Und die schönen Sachen, die er mein Paket dort hinterlassen hat, möchten wir jetzt an die Wand bringen. Einsortieren. Oh, da holen wir uns mal die Kiste hier vor. Das ist ja auch was Neues. Da sind die Schätzchen alle drin. Jetzt holen wir sie mal alle raus. Da waren ja noch Autos dabei, die ja für Basti bestimmt waren. Stimmt. Die bleiben natürlich da drinnen. Alles japanische Autos hier. Brauche ich meine Nägel wieder. Hammer. Und dann geht's auch schon wieder los. Wohin? Womit? Woran? Erstmal sortieren. Japanisch zu amerikanisch und so weiter. Mal schauen, wer hier gewinnt. Deutsch sogar auch noch dabei. Engländer, ne? Japanisch, Deutsch, Deutsch. So. Alles hier amerikanische. Japanisch. Ja, damit sind wir durch. Dann werde ich erstmal die japanischen Autos anbringen, damit die drei Fahrzeuge, ja, vier oder so, Mensch, nicht so laut hier, vier Autos haben wir, also geht's los. Nissan Skyline, ja, 33 GTR, Fast and Furious, kommt in die Nissan-Ecke. Ja, da hat er seinen Platz gefunden. Ein klein bisschen umgerückt ist natürlich die Fairlady, die ist jetzt ein bisschen hier fair am Platz. Und dann müsste ich sie praktisch hier mal integrieren. Ja, schon besser angehangen. Da war schon nahe drin. Leichte Arbeit. Ja, da haben wir noch mehr schöne Dinger. Ein Honda City Turbo. Ja, da müssen wir diese Reihe mal ein bisschen hier aufräumen. Oh, das doppelte Auto kommt in der Schachtel. Platz für die anderen. Und dann werde ich sie mal abnehmen und dann werden die fachgerecht richtig nach und nach übereinander gestapelt. Da sieht das schon gut aufgeräumt aus. So, jetzt noch der blaue, da kommt da unten ran. Also den Nagel ziehen wir raus. Ganz einfach, so. Und dann wird er hier drunter ausgerichtet. Ja, und dann sieht das die ganze Sache hier dann so aus. In angehängter Weise. Schön platzsparend und sortiert. In Farbwechsel Subaru. Subaru haben wir hier hängen. Ja, dann könnten wir hier auch einen schönen Subaru von Majorette Premium Modell. Ja, das kriegen wir doch gut hier integriert. Der Mitsubishi ist ein bisschen fair am Platz. Den können wir ja hier rüber hängen. So, der hängt erstmal da. Ein bisschen unbeholfen. Aber da haben wir hier für ihn hier wunderbar Platz. Aber sowas von. Da hängt er schon. Und dann haben wir noch den schönen dicken Nissan hier. Da habe ich den ja praktisch in etwa auch schon in einer doppelten Art und Weise. Aber nicht den, den ich von Sven bekommen habe. Der ist ein klein bisschen anders. Schaut,
Es sind Unterschiede zu sehen. Daher ist dieses Auto zweimal in der Sammlung und kann damit in den doppelten Schachteln. Ja, hat auch so seinen Platz gefunden. Jetzt hängen wir die 5er-Reihe wieder da drüber. Und dann sind sie alle wieder komplett. Aber es gibt ja noch so viele. Zur Freude meiner Wenigkeit. So, schauen wir mal. Mercedes. Uiuiui, haben wir in der Mercedes-Ecke kommen noch Platz, wa? Schauen wir mal. Na, hier können wir noch einiges vereinstapeln, sag ich mal. Mit dem Mercedes hier. Ja, den könnte man hier noch dazwischen unterkriegen. Probieren wir es aus. Ja, ich würde sagen, es hat geklappt. Jetzt hängen wir die anderen Autos wieder dahin, wo sie herkamen. Ja, hängt prima. Was machen wir mit diesem geilen Monster? Kriegen wir das hier noch irgendwo drunter? Hui, das wird eng. So, einfach hinhängen, oder? So. Zack, er hängt. Es hat ja keiner ahnen können, dass die Mercedes-Ecke mal so voll wird. Aber echt toll. Dankeschön, Svenny, für die neuen angekommenen Autos. Bleiben wir bei der deutschen Ecke. Porsche, luftgekühlt. Na dann, Porsche haben wir schon zwei, drei Autos. Porsche 944, den Carrera Porsche 911. Das ist ein VW SP2. Können wir diesen abhängen und den Porsche drüber hängen? Aber wohin mit den VW? Den könnten wir ja vielleicht hier drunter irgendwo einfriemeln. Das ist möglich. Ja, so angebaut. Schauen wir mal, wo wir am besten diesen Wagen hin tun. Ja, der würde ja eigentlich unter den Käfer ganz gut hinkommen. Schauen wir einfach mal hier durch. Wir müssen alles ein bisschen abhängen wieder, dass wir Platz haben zum Prüfen für seinen richtigen Standort. Ja, dann werden wir ein bisschen abstauben hier. Anhängen. Schauen wir mal, ob wir hier da alles herankriegen. Das ist dieser. Kommt hier drüber. Ach ne, dann machen wir den einfach den Stage 1 hier drauf. So. Dann diesen wunderschönen Wagen. Und der müsste hier drunter auch noch einen Nagel haben. Ja, sauber. Schön, sind die Deutschen aufgeräumt. Die japanischen sind weg. Jetzt müssen wir noch die amerikanischen Autos schön an die Wand bekommen. Haha, viel Platz ist nicht mehr. Ich habe da auch was Schönes Neues gebaut. Schaut mal. Ein wunderschönes, ja, Türfenster von einem Trabant P50 oder P60. Halt 500er oder 600er Trabant. Ja, einen schönen Fensterrahmen, dachte ich, bevor der wegfällt in Schrott. Hängst du den an der Wand, der ist auch hübsch. Ja, da können wir noch ein paar Autos irgendwie zwischenhängen. Hier ist noch ein bisschen Platz. Und da oben gegebenenfalls und andere Seite. Klar, in dieser Sache geht das nicht ohne Leiter mehr. Gut, aber Schutz geht jedermann. Eine Tange brauche ich wahrscheinlich nicht mehr, aber wir lassen es erstmal liegen. Und prüfen, wo wir welches Auto hinmachen. Der Village Jeep ist eine Art Cabrio Jeep. Und die Geländewagen alle sind dann mehr, naja, verteilt auch, ne, ein bisschen. Ja, hier so die Ecke sind Geländewagen, aber das kommt noch Platz. Schwierig. Dieser Transporter müsste nicht hier hängen und dieses Auto auch nicht. Da können wir die vielleicht umsiedeln. Das ist machbar. Der hier ist nicht schlecht. Hängen wir den erstmal, tauschen wir den mit einem aus und den hier. Ich habe wieder ein bisschen was geschafft. Der El Camino hängt jetzt hier. Auch sehr amerikanisch lastig. Der Chrom-Transporter hängt da mit den Gold-Imitationen. Da oben die anderen beiden. Hier die Flam-Serie ist mit den schönen Plymouth. Hier der Audi, der ist umgehangen. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so Schönes anbauen können. Da haben wir noch den Gelände-Jeep und den schönen kleinen Plymouth. Ja, da kann sich doch wunderbar hier hin tun. Ist doch alles machbar. Das ist ja ein altes Auto von mir noch. Hier haben wir noch 4 Neugänge, Zugänge. Und dann werden wir uns mal um dieses Auto kümmern. Ich würde am liebsten hier ein bisschen umdekorieren. Das werde ich gleich mal machen.
diese hubraumen, starken, aufgemotzten Autos, dass sie hier so ein bisschen in der Ecke hängen. Machen wir das gleich mal. Der kommt ab. So, dann brauche ich einmal dieses wunderschöne Auto. Naja, klar, werden sie sich. Die wollen nicht hier runter. Dann ist auch gleich noch der andere schöne Dodge dabei. Wir fangen mit diesem hier an. Dann kommt der blaue hin. Sind beides soweit die gleichen Fahrzeugtypen. Dann haben wir hier den wunderschönen Dodge Charger. Der passt auch wunderbar hierher. Den King Cuda hängen wir auch da drüber. Und noch was ganz Besonderes. Ich dekoriere das, wie gesagt, dann mal ein bisschen um. Muss man ja auch mal machen. So. Kommt dieses wunderschöne Auto, ein Treasure Hunt. Da sieht man die kleine Flamme unten. Habe ich so kein zweites Mal gesehen. Dann haben wir hier für die Hubraummonster starken Autos noch Platz. Ja, vielleicht finden wir noch einen. So, und diesen wunderschönen Nesca-Wagen, den können wir hier wieder reintun. Dann hat er hier seinen Platz. Und da drüber den schwarzen Chevrolet Impala. Ist auch ein Impala. Alle Lücken sind wieder gefüllt. Jetzt können wir uns Gedanken machen, wohin mit diesen letzten vier Autos. Da war ja noch eine tolle, gute Auswahl, auf jeden Fall. Hier noch was Schönes mit Rost, Speedshop, irgendwas. Wunderschöner Klassiker, Chevrolet Nomad 55er Bauart. Ich habe schon einen 55er Chevrolet Nomad. Ach, den hänge ich jetzt einfach mit dazu. Richtig, also wieder umhängen. So, jetzt sind wir angekommen am Ort des Geschehens. Wollen wir auch ein bisschen umdekorieren. So, dann holen wir uns den mal. Ja, der passt gut hierher. Dann nehmen wir uns noch den wunderschönen 8 Grader, keine Ahnung. Den gibt es auch noch mal in einer anderen Farbe. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, wieder mal ein Auto zu viel. Wohin mit diesem wunderschönen Schmuckstück? Ich möchte den Kombi ungern aus der Kombi-Ecke rausholen. Da in der Kombi-Ecke noch Fremdautos sind, die keine Kombis sein wollen, dann können wir die auch austauschen. Also kommt jetzt der Chevrolet Nova, da kommt jetzt hier weg, oder? Hier ist ja auch Chevrolet Nomad, ein Chevrolet Nova, dann haben wir hier ein Dodge Concept Polizeicar, das kommt weg. Das können wir hier drüben hinhängen, zu der anderen Dodge-Ecke. Ne? Und dann haben wir wieder Platz. So, die letzten drei von der Tankstelle. So kann man es annehmen, ne? Ja, dann müssen wir doch noch einen Platz finden. Sehr aktueller Jeep hier. Ein 2019er Baujahr. Ja, den könnte man auch noch dahin hängen. Also drei Autos müssen wir hier noch verfrachten irgendwie. Nur noch in dieser Ecke hätte ich noch die Möglichkeit. Wenn wir sie da reintun. Ich mache es einfach. Ich wüsste jetzt nicht so schnell auf die Schnelle, wohin mit die Fahrzeuge. Später können wir dann immer noch ein bisschen was umsetzen. Ja, sind wir noch nicht an der Wand. Wohin? Wo ist noch Platz? Hier hin. Muss ich den Fensterrahmen runternehmen. Komme ich schlecht mit dem Nageln ran. Kannst auch vorsichtig probieren. Ja, bisher auch auf Kante gemacht. Hier wäre ich schlecht. Da drüben will ich es nicht. Ja, muss ich probieren, dass er hier reinkommt. Es ist wieder vollbracht, alle Autos sind an der Wand. Also wirklich, das ist echt Wahnsinn, wie viele Autos es mittlerweile schon geworden sind. Und es kommen immer wieder frische neue dazu. Und ich bin begeistert über die kleinen Autos. Viele Autos und man braucht nicht so viel Platz. Wirklich schön, die kleine schöne Sammlung. Ja, Dankeschön natürlich auch an Sven Wiese, der mir dieses wunderschöne Paket zukommen lassen hat. Ja, alle Autos waren gut zu verwenden, kein Doppelter dabei, auch diese kleinen Honda. Auch wenn ich diese kleinen Honda schon habe, in einer anderen Farbe ist er nicht doppelt. Ne? Ja, schön, herrlich. Auch Ralf, vielen Dank, ne, an diesen wunderschönen Wagen. An diesen wunderschönen Wagen, ganz neu in der Serie. Auch wenn ihr mehr gerne von solchen kleinen Autos sehen wollt, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt. Lasst einen kleinen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, ist alles in Ordnung mit dem Film. Haha. Und
Dann gibt es noch eine kleine Eigenwerbung für den Sammy. Und der Sammy, auch einen kleinen Hot Wheels Kanal. Ja, der fängt gerade an, ein bisschen Hot Wheels zu sammeln. Er hat schon ein bisschen ältere Autos aus seiner Sammlung noch da liegen, die er noch ein bisschen herrichten will vielleicht. Ja, wenn ihr mögt, schaut auch bei ihm mal vorbei. Was geht? Und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hot Wheels Sammler Sammy. Und hier ist er, der junge Mann, fast 18 Jahre jung. Er sammelt alles an Hot Wheels, was ihm gefällt. Natürlich japanische Autos, ein bisschen amerikanische, also alles, was er so finden kann und mag. Sehr schön, ich versuche ihm ein klein bisschen zu unterstützen in den Start in diesem wunderschönen Hobby. Er hat sich durch mich inspirieren lassen. Ich finde das sehr toll. Schauen wir, wie es sich mit seiner Sammlung entwickelt. Ja, wenn ihr mögt, wie gesagt, schaut bei ihm gern vorbei. So sieht er aus heute. Ja, Firebird, rot. Ja, und da ist es. Sieht echt auch schön aus. Hier zum Schluss sehen wir noch seine losen Autos vor den eingepackten Fahrzeugen. Die eingepackten bleiben, denke ich, auch in die Originalschachtel. Und da sind natürlich auch Autos bei, die restaurationsbedürftig sind. Klar, man spielt mit Autos, ist ja logisch. Ich werde noch schauen, wo ich meine 500-Euro-Scheine hin tue. Davon habe ich ja nun genug. Und ja, einfach mal schauen, ne? Könnte ich ja mir so in den Kühlergrill reinschieben hier so. Ganz lustig. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Steffen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Rutscht nicht aus. Bis zum nächsten Mal, euer Steffen.